Hallo meine Lieben, ja, ich drehe, wie ihr schon kennt, Orakel Girasol, Sonnenblumen, ja. Ich mache 3 Stapel, ja, da kannst du auswählen und dann schauen, was für Botschaften auf dich zukommen, ja. So, dann fangen wir mal an. 1, Stapel 2, Stapel 3. Bei uns hier in der Schweiz, wo ich wohne, regnet es sehr stark diesen Morgen. Ja, es war in den letzten Tagen so heiß. Richtig heiß, ja. Das tut gut wieder. Ein bisschen Regen, ja. Ja, die kommen schon. Die Energie ist sehr. Voilà. Und hier mache ich separat, ja, habe den Impuls bekommen, Orakel Girasol, ja, für die Liebe, ja, vielleicht, ja, merkt ihr, einfach, ich muss erklären, weil immer wieder neue Abonnenten kommen, ja, deswegen, ich erkläre auch gern den Sinn der Sachen vom Orakel und dass ihr wisst, um was es geht, das ist, finde ich, wichtig, ja, dass man nicht durcheinander kommt. Also das ist allgemein da. Egal ob über die Liebe, egal welche Themen, ja. Und das ist spezifisch auf die Liebe. Einfach eine kleine Botschaft, ja. Vielleicht bist du hier Resonanz und hier zieht dich mehr für die Liebe, ja. Kann auch sein. Was leuchtet da überall? Okay. So, dann Stapel 1, 2, 3. Wir sollen da so. Jawohl. Oh, das sind viele Karten. Jetzt muss ich schauen. Das ist die letzte. Okay. Eine so, eine so, eine so und 2 zusätzlich, Leute. Schau mal. Ich nehme alle, ja? Es kann sein, dass hier sehr wichtig für die Leute, die zugucken da draußen, ja? Ah. Jetzt muss ich schauen, wenn ich Impuls bekomme von oben, dann muss ich reden, ja, das ist so. Und ich finde, dass wichtige Botschaft ist für ein paar Leute da draußen, ja. Wenn ich ein Thema einschneide, also rede, ja, über diese Themen. Also, Leute, es ist über die Liebe, ja, es ist eine Liebekarte. Und diese Karte hier, mit dieser Botschaft, ist heute 2-mal gekommen, die gleiche Karte. Das heißt, das Universum, ja, möchte unbedingt, dass diese Karte wiederkommt. Egal wie, ja, Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Das heißt, ja, nicht nur die Liebe zählt, ja, auch Freundschaft in eine Verbindung.
in der Liebe, in einer Ehe, egal welche Konstellation, ob du einfach Verbindungen, ja? Der Ring ist auch als letzter gekommen. Schau mal. Die letzte Karte. Ja, Verbindungen. Egal, ob du verheiratet bist, ob du jemand neu hast, ja. Ich finde wichtig, wenn ich Impuls bekomme von oben, dann sage ich euch auch, ja, dass das tut gut, ja. Vielleicht man geht durchs Leben und mit dem Alltag, mit dem Stress, ja, in dieser Matrix, die wir leben, ja. Manchmal, man denkt nicht an kleine Dinge, ja, die eine Verbindung gut tut, ja. Zum Beispiel, ja. Wenn ihr nicht versteht, was ich meine, einfach unter ist meine E-Mail. Ihr könnt mir schreiben. Bekomme ich aus sehr ganz Europa, ja. Bekomme ich E-Mails von euch. Kometa Luz, danke für deine Hilfe, dass du in deiner Freizeit die Leute orientierst und hilfst. Meine Lieben, ich mache es sehr gerne, ja. Das ist meine Lebensaufgabe, ja. Meine Lebensaufgabe, die Leute zu helfen, wo ich kann, ja. Und ich mache gern mein Hobby. Ich liebe die Karten. Das ist für mich Kunst, ja, eine Art der Kunst. Jede Kartendecks, die ich habe, ja, habe ich jetzt über 30. Muss ich aufhören mit kaufen. Aber ich mache sie gern. Und wenn du mit jemandem zusammen bist, ja, egal, verheiratet, die kleinen Dinge fehlen mit der Zeit. Das heißt, die Liebe ist dieses Feuer. Und wenn dieses Feuer, musst du immer an diesem Feuer immer wieder arbeiten, dass dieses Feuer nicht weniger wird, ganz weniger, oder sogar löscht. Das ist so, ja. Aber es muss von beiden Seiten kommen, ja. Zum Beispiel, wenn du in der Ehe bist, ja, du bist zum Beispiel nur eine, dass ihr versteht, was ich meine. Und dann, du bist 30 Jahre verheiratet mit diesem jemanden, ja, Frau oder Mann, egal, ja. Und nach 30 Jahren hast du das Gefühl, dass eure Liebe nicht mehr das ist, als einmal war am Anfang. Das heißt, meine Liebe, wenn du so etwas spürst und merkst, ja, dann solltest du unbedingt mit deinem Mann oder deiner Ehefrau reden. Was kann man besser machen, ja, dass diese Feuer nicht erlöscht, ja? Geh auf ihn zu. Dialog ist sehr wichtig in der Liebe. Kleine Dinge, die einem Freude bereitet. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass deine Ehefrau, ja, sehr gerne Rose hat. Man muss nicht nur etwas schenken im Geburtstag oder Ehetag, ja. Nein, man kann auch zwischendurch etwas machen für dein Liebst, ja, die Freude bereitet, dass du ihn schätzt. Ja, dass du ihn schätzt, dass du für ihn da bist, ja, eben Freundschaft, ja. Es muss nicht nur in einer Ehe, in sexueller Ebene gut laufen oder in finanzieller Ebene gut laufen. Man muss miteinander harmonisieren, ja. Was heißt harmonisieren? Der Gegenüber schätzen, ja. Auch kleine Dinge, ja, zeigt einem, wie wichtig, ja, du ehrst ja diese Person, wie wichtig diese Person für dich ist, ja. Im Alltag, ja, diese, man arbeitet, man hat Kinder, dieser Alltagrhythmus, ja, man ist so festgefahren, ja, und man vergisst einander, ja, oder
einen Ausflug machen, egal was ist, ja, ihr seid ja kreativ, das weiß ich, ja, und die kleinen Dinge, ja, wieder diese Liebe zu wieder beleben, ja, sehr wichtig in der Ehe, in eine Ehe, in eine Freundschaft, ja. Freundschaft innerhalb von der Beziehungen, ja, dass man wirklich nicht lässt, ja, mit den Jahren, dass das verloren geht, ja. Man sagt ja, arbeite an deiner Partnerschaft, arbeite, lass es nicht einschlafen, okay? So, das war der Impuls, den ich bekommen habe. Ja, zum diese Themen, ja, verschiedene Themen bekomme ich Impuls, dann fange ich an zu reden und das ist Botschaft auch von oben, von ein paar Leuten da draußen. Ja, ich spüre jetzt diese, Entschuldigung, ich spüre eure Energie, diese Traurigkeit, ja. Das ist vielleicht von ein paar Leuten da draußen sehr wichtig, dass ich das angesprochen habe. Und dann spüre ich diese, das ist normal, das ist gut, ja, es ist gut und Gott sei mit euch, ja, und arbeitet an eurer Partnerschaft, ja, dass es heutzutage viele Ehe und Beziehungen, die kaputt gehen, obwohl noch Potenzial da ist, ja. Und Dialog, Leute, sage ich mir, Dialog, kommunizieren ist so wichtig, ja? Okay, so, dann fangen wir mal an, ja? Was hast du hier? Orakel Girasol. Unerschöpfliche Ideen. Ja? Dein Geist ist eins mit dem unendlichen Geiste Gottes. Daher hast du allumfassenden Zugang zu unerschöpflichen Ideen, die garantiert Segen bringen. Alles, was du tun musst, ist göttlich geführte, aktive Schritte zu gehen, um diesen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Du bist sehr kreativ, glaub an dich. Siehst du? Versuche etwas Neues. Ja? Heute in einem Jahr wirst du wissen, um was es geht. Es ist noch nicht spruchreif von oben. Es kommt aber langsam auf dich zu. Du wirst es merken. Du bist sehr ein kreativer Mensch. Ja, das, was du für Ideen bekommst, du wirst von oben geführt. Ja, und in einem Jahr weißt du, wovon ich rede. Jetzt, hier. Ja, so merke ich das, ja. Du weißt erst dann, dass du etwas kannst, wenn du es versucht hast, ja. Was hast du in der Liebe? Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Wunderbar, schöne Karten. Was hast du Stapel 2? Träume über Fülle. Wenn du schläfst, hoppla, wenn du schläfst, lassen dir Gott, deine Engel und dein höheres Selbst göttlich geführte Ideen, Antworten und Lösungen zukommen. Schon wieder. Achte darauf, dass deine Träume in einem Traumtagebuch festzuhalten, dass sie wertvolle Einsichten erhalten, die dir helfen werden, deine Wünsche Realität werden zu lassen. Also sehr wichtig, ja, wenn du Kreativität, Ideen bekommst, dass du das aufschreibst und es ist, du musst dich noch entwickeln, ja, aber du bist, deine Ideen, deine Richtung, ja, bekommst du über Träume, ja, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt. Ja, aber du entwickelst dich, ja, Träume überfülle, ja, wünsch dir was
Mach einen Wunsch und erwarte das Beste. Ja? Du musst mehr mit dir in Resonanz sein. Ja? Manifestiere deine Träume. Ja? Du bekommst Ideen, auch kreativ bist du sehr, über die Träume. Und schreibe dich auf, ja, Traumtagebuch, weil du sehr begabter Mensch bist und du bekommst deine Antworten über die Träume, ja. Es ist noch nicht spruchreif, ja. Es ist noch nicht jetzt, es kommt ab in Zukunft auf dich zu. Manifestiere deine Wünsche, ja. Und hier ist sehr wichtig die Kommunikation in Zukunft. Ja? Achte mehr auf die Kommunikation, ja? die zufließt, die Träume. Du wirst geführt, ja? Und schreibe dir auf, wenn etwas in deinem Traum eine Botschaft, Information für dich ist. Ja? Und es kommt Stabilität. Ja? Es kommt Stabilität. Achte auf die Kommunikation. Ja? Kann sein, dass man mit deinem Job zu tun hat, ja, diese Ideen, die dir zufließt beim Träumen, ja, so merke ich das. Mhm. Und es kommt zur Stabilität, ja, durchhalten, ja, in Zukunft kommt und du wirst, deine Träume werden in Erfüllung gehen, ja, glaube auch daran, vertraue, dass das Göttliche, ja, Aufgaben, die auf dich zukommt. Das kann auch mit Job zu tun haben, ja. Vergebung in der Liebe. Eine kleine Botschaft für Stapel Nummer 2. Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Ja, irgendeine Angelegenheit in dein Liebesleben, musst du in Vergebungsenergie gehen. Ja, nur so will eine Knot gelöst. Ja, okay. Stapel Nummer 3, was hast du hier? Oh, ja, okay. Blende Ablenkungen aus. Du wirst sehr stark abgelenkt. Hör auf deine Intuition. Ein Schritt nach dem anderen, überstürze nichts, ja? Viele kleine Schritte lassen große Träume wahr werden. Blende Ablenkungen aus. Deine Lebensaufgaben und andere Prioritäten bedürfen deiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Daher ist es an der Zeit für dich, die Kontrolle über deinen Zeitplan und dein Arbeitsumfeld zu übernehmen, indem du elektronische Geräte ausschaltest und jeden und alles meidest, was dich von dem ablenkt. Was wichtig ist, du weißt bereits, um welche Ablenkungen es sich handelt und du hast die Fähigkeiten, sie auf eine verantwortungsvolle Weise auszublenden. Blende Ablenkungen aus. Schritt für Schritt kommst du in deine Ziele. Du überstürzt, du gehst sofort schnell. Hör auf deine Intuition. Und irgendetwas läuft in falsche Richtung für dich. Und du merkst das. Ja? Und es kann sogar passieren, dass es zu Streit, hitzige Diskussionen, wo du denkst, das ist nicht so, ja, das ist nicht so, etwas in falsche Richtung, ja, musst du achten, etwas läuft falsch bei dir, egal welche Themen hier, ja, zu viel Streitigkeit, hitzige Diskussionen, Gespräche, ja, die falsch verlaufen, ja, weil du alles überstürzt. Wenn man aufgeregt ist, handelt man zu schnell. Das ist so. Ja? Und Achtung, dass du auch nicht manipuliert wirst, ja? In irgendeiner Entscheidung. So merke ich jetzt das auch. Dann sage ich es auch. Ja? Oder sei intelligent dazu.
dass nicht so diese Streitigkeiten, hitzige Diskussionen, ja, hitzige Gespräche kommt, falsche Richtung